Das Archiv des BR Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmten Kamerateams in ganz Bayern, 1957 auch in Oberschnittenkofen in der Nähe von Landshut. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Digitalisiert nehmen wir den Film wieder mit nach Oberschnittenkofen, das heute zur Gemeinde Kröning gehört. Welche Geschichten und Schicksale verbergen sich hinter den Aufnahmen? Wie hat sich der kleine Weiler verändert? Also das ist der Hof. Ja, schauen wir mal. Hallo, wir haben so einen alten Film von 1957 und da ist Oberschnittenkofen drauf. Und wir wollen rausfinden, was das für Leute sind und ob es diese Höfe noch gibt. Da ist auch euer Hof drauf, genau. Oder? Meine Oma hat das ja erst irgendwann in den 60er Jahren gekauft. Ah, okay. Vom Austragslandwirt, der wer ist, wenn es vom Ort rausfährt, so rechts oben, der Sedlmayr-Lorenz ist das. Sedlmayr-Lorenz? Ja, genau, die haben das früher gehabt, vor meiner Oma. Und da 1561, 62, welches Haus ist das denn? Das ist eine gute Frage. Da war früher auch mal ein alter Bauernhof, da wo jetzt das Holzhaus steht. Also wenn, dann kann es der Huber gewesen sein, ja. Der Huber Sebastian, der wohnt schon noch dort. Hallo? Hallo, grüß Gott. Die Nachbarn haben gesagt, sie könnten was wissen. Ja, freilich, gehen wir uns rein. Ja. Also meine Schwester, die ist auch da, die ist so geboren in Oberschnittenkofen. Hallo, grüß Gott. Wir haben hier Filmmaterial von 1957. Ja. Jetzt hat er Kims Fuhrwerk. Am Holz waren sie, oder? Ein Wied bringen sie. Ja, ein Wied halt vom Holz. Vom Wald. Das, ja. Der ist früher noch am gefahren worden. Der Reisig. Ist jetzt drin, wo ist denn das? Ist das bei uns noch? Da steht jetzt. Gott. Ah, meine Tante Lehn. Ja, das ist unsere Tante. Das ist unsere Tante. 1911 geboren. Ist geboren. Die hat den Arm verloren bei einem Ernteunfall. Das ist dann bei uns drin. Ja, Wahnsinn. Oh, das wissen wir mir gar nicht. Also. Wer liegt da? Ja, das ist da. Ja, das wird der Opa sein, oder? Das ist er schon. Ja, das muss er sein. Wer war das sonst? Oh, meine Tante Lehn, so schön drauf. Die ist 96 Jahre alt geworden, meine Tante. Die habe ich zum Schluss noch gepflegt. Also die hieß Lena dann? Lena, Magdalena. Magdalena, ja. 1911 geboren. Und unsere Mama ist 38 geboren, also 11 und 38, zeitlich auseinander. Ganz weit auseinander. Und da ist halt, ihre Mama ist gestorben, wie sie 4 war, oder? Mhm. Und dann hat halt die Tante Lena, hat halt unsere Mama dann mehr oder weniger aufgezogen. Tante Lena hat da immer Küche gemacht mit einem Arm, bis die, weiß ich nicht. Ja, und uns gewickelt, alles. Ja, alles. Die hat alles gemacht im Haushalt. Okay, aber dann hat sie da eine Prothese, ja, oder? Ja, das sieht man da. Das sieht man da, dass der Arm, der hängt da so. Ja. Hat die gut gekocht, die Tante? Ja. Ja. Mei, das, wenn mei, ich halt also Dampf null mache, die werden nie so, wie es bei ihrer war. Dampf mit viel Fett und einfach geil. Oh. Gnädel hat es, ich denke, da hat es eigentlich immer Gnädel gegeben, was ich weiß. Dorgnädel also, aber dann. Kein Semignädel, sondern ja. Dorgnädel. Ja, das wird jetzt so Mehlteig gemacht und dann halt so Semmelstücke reingeschnitten. Die sind dann viel fester. Und ist die wohl da geblieben wegen eurer Mutter vielleicht sogar, oder? Wahrscheinlich wegen ihrem Arm. Wegen ihrem Arm, die das war dann, wahrscheinlich schwierig. Sie hat anscheinend einen Verlobten gehabt, aber das hat sie dann aufgelöst, weil sie den Arm verloren hat. Echt? Ja, weil... Nicht zu gebrauchen als Bäuerin. Genau. Und was war das? Das ist der Grund, da wo das Wasser drin war. Ja, jetzt wird umgerührt. Mein Opa haben sie da hinten gelegt. Der ist 60 schon gestammt. Der Anton Huber müsste das sein, der Gerbi. Mhm. Der Radio war ja da schon immer so... Und da der Frisierspiegel? Die Bäder, das glaube ich, ist ja generell erst später gekommen, so in unserer Zivilisation. Das haben sie dann, glaube ich, wahrscheinlich, wie es umgebaut haben, wie es geheiratet haben, so 60. Da, glaube ich, haben sie das Bad auch gemacht, oder? Anton Huber, der Gerbibauer, war damals Kirchenpfleger im Nachbarort Kirchberg. Das Läuten der Oberschnittenkofener Kirche St. Rupert übernahm früher jedes Jahr ein anderer Hof, bis es irgendwann nur noch eine gemacht hat. Und meine Tante, Katharina Huber, die andere Tante, die hat ja da immer Mittag noch geläutet. Mhm. Jeden Mittag. Bis gestorben ist. Ja. 2005. Ja, und wer läutet jetzt? Keiner mehr. Es ist keiner mehr da. Der, jetzt kann das mein Mann wieder, der war jetzt dann schon in Ruhe, stand der Tante, wo er zum Leiten geht. Und jetzt ist halt bloß noch Meier und auch das einmal im Jahr und das Patrozinium gefeiert. Sonst ist nichts mehr los.
Ich habe den Schlüssel. Möchten Sie reinschauen? Ja, und ich möchte ja eigentlich gern auch einen Abend läuten heute Nachmittag. Ja, wir können schon ein bisschen leiten. Jetzt oder? Glückliche Schweine. Genau. Mhm. Da droppt der Pfacki umeinander. Die da schwarze Sau gehabt haben schon, gell? Das haben sie bestimmt auch so auf den Film gemacht, dass du jetzt die Fackel ausgetragen hast. Na klar, die Kleinen haben normal nicht ausgetragen. Ja gut, die haben noch bei der Mutter, die waren nicht weit weggegangen wahrscheinlich. Aber der kann irgendwie, ist der wieder Feind. Gell? Okay? Hast du nicht gemeint? Dann, ja, und Feiden das ist Feind. Relativ groß. Ja, ja, relativ, das kann schon sein. Also von dem Hof da drüben. Ja. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Aber so von der Statur her, weil die haben ja mir noch Kind. Beim Veit war der Hausname. Okay, aber die gibt es nicht mehr, die sind nicht mehr hier. Nein, der Sohn lebt heute in Großbetten rein. Der wird es bestimmt erkennen. Das kann die Eltern sein von ihm. Mhm. Und den können wir nicht anrufen, dass der kommt. Jetzt gleich? Ja. Ja, ruf noch einen Bert. Ja, du hast eh ein Telefon gehört. Aber das ist ein altes. Da? Der hat noch eine dreistellige. Grüß dich, Bert, da ist Martha. Aber was tust du denn gerade? Ja, wenn du gleich kommen kannst. Die haben gerade gegessen und der hat eine pflegebedürftige Frau. Die hat einen, muss jetzt noch ins Bett bringen, sagt der Dritte. Und dann kommt er schnell. Gehen wir zur Kirche schnell, oder? Ja, ja, super. St. Rupert stammt aus der frühen Gotik. Aber wahrscheinlich war hier schon lange vorher ein religiöser Ort. Bei einer umfangreichen Renovierung, bei der der barocke Vorbau, der 1957 noch zu sehen ist, abgetragen wurde, entdeckte man unter der Kirche einen ungewöhnlichen Stein. Also hier war dann der Vorbau. Ja. Von da ist man dann reingegangen in den Vorbau. Mhm. Und welches ist jetzt der besondere Stein? Das ist der Stein. Unterm Altar haben sie den halt gefunden. Aber bei uns gibt es keine Felsen. Und dann meint man, das ist ein heidnischer Stein, oder? Also Opferstelle. Das halt irgendwie damals schon war und dann ist halt da die Kirche. Ja, hat man da die Kirche oder herbaut, wo dann vielleicht schon irgendwas war. Es ist sehr feucht. Darum nehmen wir immer die Kreuzwegtafeln ab, weil sonst schimmeln die, wenn die an der Wand hängen. Die werden halt immer bloß dann aufgehängt, wenn wir einen Gottesdienst haben. Also ist die dann im Privatbesitz oder gehört die der Kirche? Nein, die gehört der Kirche. Pfarrei. Ja. Pfarrei. Also schon total schön und schon auch ein prunkvoller Altar. Ja. Rupert, Althochdeutsch der Glänzende, war der erste Bischof von Salzburg. Davor missionierte er im 7. Jahrhundert Bayern und wirkte einige Zeit auch hier in der Gegend. Die Kirche müsste eigentlich schon wieder saniert werden. Auch das Geläut. Soll ich läuten? Was ist mit dir? Ja, das ist ein bisschen baufällig und dann fällt da immer der ganze Mörtel rein. Das müssen wir wieder frei machen und dann geht es wieder. Dann muss mein Motor rauf und das wieder sauber machen. Können Sie das noch machen bis heute Nachmittag, dass wir noch ein schönes Läuten kriegen? Ach so, dann muss ich ihn gleich organisieren. Der hat halt nichts vor. Jetzt nimmer. Sind wir jetzt gespannt auf den Riedel Albert. Der Riedel Albert wurde auf dem Veithof geboren. Der große Hof hinten. Er kommt. Der Riedel Albert. So, hallo. Mei, danke schön, dass Sie so spontan gekommen sind. Der Film ist von 57. Ja, das weiß ich noch. Das wissen Sie noch. Wegen dem jetzt noch. Echt jetzt? Okay. Ja, ja. Und was war das? Ja, ich weiß, weil es bei uns drüben, ich bin ja von dort daheim. Und dann ist der Brunnen aufgenommen worden und der war so ein Eisending. Der war eingebunden mit Stroh, dass er nicht gefriert im Winter. Genau, das ist schon bei uns, weil den Brunnen, und da geht gerade auf, der Aufgang stimmt. Gerade durch das, weil der Brunnen gefilmt worden ist. Und da habe ich versteckt geschaut, das weiß ich noch ganz genau. Am Balkon war ich am. Darüber oben, das sehen wir jetzt nicht. Nein, das sieht man da nicht. Das ist der Rudel, der ist auch schon gestorben. Das ist ein Cousin. Von mir. Der tut sich ganz schön schinden. Genau, der war ein Knecht. Ja. Das ist mein Großvater. Echt jetzt? Mhm. Das ist mein Großvater, der war am ersten Waldgrüner dabei. Wie war der Opa? Ja, super. War der nett oder ist er streng? Nein, passt schon, hat schon gepasst. Genau.
Und Sie hatten diese tolle Tür? Ja, 156,5, das war die Hausnummer. Okay, aber es gab ja eigentlich nur fast 8 oder 9 Höfe in Oberschnitten. Ja, ja, aber ich weiß nicht noch, wusste, dass das früher gegangen ist. Keine Ahnung, wie da zählt worden ist. Mhm. Hattet ihr Schweine? Ja, schon. Ja, das ist mein Pap. Echt? Ja. Das ist mein, genau. Das stimmt. Und wie war so das Leben Ihrer Eltern? Einfach. Wir müssen sagen, bodenständig. Also macht sie auch noch Landwirtschaft, oder? Ja, ja, aber kein Vieh, nur Feldwirtschaft und. Im Nebenerwerb, oder noch? Ja, ja. Jahrhunderte lebte man in Oberschnittenkofen ausschließlich von der Landwirtschaft. Schon 1296 wird es zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Da gehörten die Höfe noch zum nahegelegenen Kloster Niederviehbach. Viele der Höfe, so wie hier der Gorselbauer, hatten einen Vorbau mit Stufen, eine stattliche Gret. Das ist beim Gorselbauer ein Gret, weil da waren Zingel drin und Brut hin. Ah, also da unten haben die Hühner gebrütet. Hm? Genau. Das war fast bei jedem, also, wo so ein hohe Gret gehabt haben. Was macht der? Der hat so Bürsten. Mein, das wäre der Bürstenhandler gewesen, die haben früher gekommen. Besen, Recher machen, ja, ja. Hätte gesagt, der Dackel, genau. Kennst du ihn noch? Ja, ja. Ja, das ist Gasselbäuerin. Genau. Die ist jetzt mit dem Bürstenmacher im Gespräch. Ja. Und da kommen jetzt auch noch Kinder. Also ich hoffe ja noch, dass wir sie jetzt gleich sehen. Ja, da waren da zum Teil voll Flüchtlinge noch da. So, jetzt. Jetzt. Sind das Sie? Kann sein. Der Schiebermütz. Ist nicht zu ausschließen, ob ich der war, ja. Der Kleine. Mhm. 100%. Also schon sehr ernsthaft räumen Sie da das Holz. Ja, okay. Wenn Sie das sind. Haben Sie das oft gemacht, damit geholfen schon? Ist ja klar. Ein Land wird da Mücken noch. Ja, aber wenn das jetzt gar nicht an Ihrem Hof da ist? Das war da, sagen wir, im Dorf. Da haben die ganzen Kinder eins gewesen. Die Glocken gehen jetzt. Das sind nur ein Versuch, gell? Das ist ein Kann's auch, dass beim zweiten Mal wieder nicht mehr funktioniert. Sie sind unser Held. Ja. Da sind Steine zwischen die Seile und die Durchführungen. Und die fallen immer wieder ein. Und die Durchführungen sind halt so eng, dass dann die Seile nicht mehr gehen. Sollte auch einmal im Kasten sein. Ja. Davor haben wir aber noch eine Verabredung. 1957 hat unser Kollege Gerhard von Ledebur ein Tischgebet aufgenommen. Es könnte in der Stube der Sedelmeiers gewesen sein. 1960 zogen sie vom alten Hof an der Kirche in einen Aussiedlerhof. Grüß Gott, sind Sie der Herr Sedelmeier? Ja, sind Sie vom BR. Ihre Familie, glaube ich, ist da drauf. Ja, das kann sein. Kann man das bitte? Ja, ich zeige es Ihnen gern am besten drin. Ja, wir gehen rein. Da bin ich jetzt schon gespannt, weil die sagen, da könnte Ihre Mutter drauf sein. Ja, gemütlich. Willst du was trinken, oder? Nein, brauchen wir nicht. Aber die Oma wollen wir noch. Grüß Gott. Wir haben Sie da eventuell auf dem Film. Sitzt Sie her da? Ich habe Fristen, ich sehe die Uhr, ich fahre jetzt. Sie sind die Schwester? Ich bin die Schwester, ja. Ich bringe einen Kaffee. Was sonst ja, da brauchen wir. Nein, Sie müssen nur ich kurz mal reingucken. Nix. Ja, das müssen Sie nur mal gucken. Schauen Sie doch. Schauen, ob du das noch weißt. Jo, schau hin. Mein Gott, ja. Oh. Ja, Wahnsinn. Ah, das ist dumm. Ja. Und die haben garantiert das noch Bett. Weißt du das nicht mehr? Das lange Tischgebet. Mom, sitzt die nieder. Das ist jetzt bei uns. Doma. Das ist mein. Deine Schwiegermam. Das ist Tante Mal? Ja. Oder? Ja. Das ist der Lenz. Das ist mein Mo. Hö. Das ja, ist da. Ja, genau. Das ist unser Papa. Oder hast du ihn da noch gar nicht gekannt? Da habe ich noch gar nicht. 57? Nein, da habe ich ihn noch nicht gekannt. Und die Tante, lebt die noch? Nein, die von den 8 Kindern lebt keiner mehr. Da lebt keiner mehr. Das ist der Moritz, oder? Ja. Das ist der, wo beim Blitz nachgelaufen ist, wenn es gewidert hat. Der ist dem Blitz nachgelaufen? Ja, der ist er dann. Der ist da, von da bis zur Schule zu mir getan. Das ist jetzt der Schwiegervater. Ja. Mei. Das soll ich. Das ist der Opa, den hast du nicht mehr kennt. Nein, habe ich nicht mehr. Und was essen die? Riesenknödel, habe ich das gehört. Brotsuppen? Der Knödel oder irgendein so Nudel?
Ja, das muss ein Dampfnull sein. Wie ist denn das? Die Schüssel, das und ist ein Eidauer. Also irgendein Kompott. Aber das sieht eher aus wie salziges Essen, nicht süßes. Ich habe da aber auch Dampfnull mit Schwammerl gegessen. Echt? Dampfnudeln mit Schwammerl? Mit Schwammerl war es auch ganz gut. Nur ein paar Jahre zuvor war der junge Lorenz Sedlmayr krank und fast verhungert aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen und wog nur noch 42 Kilo. Das russische Arbeitslager hatte er nur wie durch ein Wunder überlebt und wegen eines ganz besonderen Talents. Er hat aber gut schnitzen können und so sagen. Er hat für die Aufseher gemacht und so. Der hat. Also so. Ach, hat er? Ja. Du hast ja da von Zeit, so Pfeifer und so kleine Speisen oder da geschnitzt. Ja. Er war da so krank. Und dann durch diese haben sie ihn heimgeschickt, weil sie gesagt haben, der überlebt sowieso nicht. Der war sehr gescheit. Gescheit? Gescheit. Ja, der hat alles können. In der Schule war er einer der Beste. Heute darf er noch nicht in einer anderen Schule gehen, aber damals war er das. Also. Ja, ja. Ja, dann müssen sie, es muss gerade die Zeit sein, wo sie ihn dann kennengelernt haben. Das hat unser Vater in der Gefangenschaft geschickt. Das hat er dann auch mal so weggebracht. Oh. In der Gefangenschaft hat er das mitgebracht? Aha. Der hat bei uns in der Landjugend schon oft mitgespielt. Bei den Theaterspielen haben wir über das Kreuz gespielt. Cool. So werden die Erinnerungen weitergetragen. Und dank Martha Schönhammer und ihrem Mann Hubert gibt es heute ausnahmsweise wieder ein Abendläuten. Die ältere der beiden Glocken ertönte hier schon 1450 im alten Weiler Oberschnittenkofen.